Das. What Red online? Replay World of Tanks. A not so buggy game. And I hope it's more fun. The Capture, World of Tanks. Okay. So. Tarkov. Wo fahren wir da hin? Wir sind ganz unten. Low Tier. Let's look. Pansaret. Bist du
Ah, ist der scheiß ungenau, der Panzer. Damn. Schon gewonnen. Was verlosen wir denn jetzt? Dort hier. So was hier. Nee, Moment. Wir haben noch so was. Machen wir so. Starten wir einen Code. Open Start. So. Wo haben wir gewonnen und ich habe gar nicht so viel gemacht. Ach, wir können ja noch diese Booster anschalten. Wir werden mal 2 Stunden Booster nehmen. Dann wir den aktivieren. Davon haben wir 12. Wenn wir den aktivieren. Den werden wir aktivieren. So. Gucken, ob wir was hinkriegen.
ist natürlich der Traum eines jeden Sechser Tiers, mit Achtern zusammen zu spielen. Kappa. Natürlich habe ich kaum Chancen. Treffer! Das war ja mal schön. Jetzt steht der Lemming Train und campt. Super. Ingen verkar i målet.
Wie kann der mich sehen? Natürlich klar, hat mich ne, wie ihr sieht, und mein Jagdpanzer siehst du den nicht. Tja. Nächste Runde. Next. Komische Musik, erstmal skippen. Geisterstadt. Angie, willkommen. Grüß dir. Ja, ganz gut. Und selber. Ach, ich schieße schon wieder Kilometer weit daneben. Kommt noch einer. Eben mit Stream fertig geworden, was? Ach, wo schieße ich denn hin?
Natürlich! Und die Arti trifft nicht, na klar. Die hat hier schon hingezielt. Katze knicken. Nächster Panzer. Die Nisterzone. Kannst du nichts machen, wenn du auch eine Potato Gun hast, womit du nichts triffst. Oder nirgendwo durchkommst. Musst du kaufen, bessere Gun. Genau, am besten noch für echt Geld. Nee. Genug Geld ausgegeben für dieses Spiel. Dann muss man sich hochsterben. Hallo, Herr Heil. Willkommen. Natürlich. Wieder irgendwo hingeschossen. Die sind noch dahinter. Schild. Dachte jetzt, ich kann hier was reißen. Nüscht. Nüscht kann's hier reißen.
Internet. Na klar, ich schieße Sachen kaputt und er trifft nicht. Ist ja wie immer. Ist ja wie immer. Total fair und ausgeglichen. Okay, den haben wir auch. Muss jetzt aufpassen, ich bin schon fast tot. Bisschen Hitpoints noch behalten. Das war mal eine der besseren Runden wieder. Trinken. Können wir eigentlich auch noch so ein Ratespiel machen? Machen wir so. Guess the number. Hat der eine scheiß Sichtweite. Psst, probier 6 oder 7. Psst. Ja, nur wer mitmacht, kann was gewinnen, ne? Gestern war es nämlich oft 6. Aber irgendeine Nummer wird es ja sein, ne? Nummer 4, Hanji hat gewonnen.
Was geben wir ihm denn Schönes? So was hier. Ja, das sollte der. Sollte man vielleicht auch umprogrammieren. Ja, jetzt wird der KV2 hier auseinandergenommen. Huh. No! Zurück, zurück, zurück. Da kommen sie schon. Ich dachte, sowas hat Täter noch nicht. Mit Chat-Cooldown und sowas, weil das ist ja noch alles sehr rudimentär, diese Funktion. Hat noch gebannte Leute mitspielen können in Games und so. Ach, da sind sie noch nicht so weit. Null zu 6. Ich will mir das Elend gar nicht weiter angucken. Das will man sich denn gar nicht weiter angucken, wenn man schon 0 zu 6 hinten liegt. Dann habe ich nicht nur Scheiße gebaut. So ein Timestamp wäre auch schon super ultra cool. Aber ich finde, das sollte in den Bot irgendwie einprogrammiert werden, dass der dann da jede Minute oder so das nur nimmt. Dass man einmal pro Minute oder einmal pro 30 Sekunden tippen kann. Aber das kann man ja nicht verlangen, der ist ja kostenlos, der Bot, ne? Man bezahlt ja nichts dafür, also kann man sowas nicht verlangen. Wäre bloß schön. Aber so ist auch erstmal okay. Ich bin schon mal froh, dass ich so eine Sachen jetzt überhaupt weitergeben kann. Das Item Grunting, das ging ja vorher nicht und war schon ein bisschen blöd. Und jetzt kann ich so noch ein bisschen Aktivität im Chat fördern, wenn ich so ein Chatspiel starte. Wenn nur einer mitmacht, dann macht nur einer mit, ne? Also jetzt waren es ja zwei. Wenn die anderen nicht wollen oder nicht können, dann kann ich auch nichts für, ne? Na doch, der Bot, der hat so viel mit dem Chat zu tun, dass er ja die Tipps nur jede halbe Minute annehmen könnte. Aber wenn er selber keinen Timestamp bekommt, ne? Dann weiß der Bot ja auch nicht, was, wann der Tipp abgegeben wurde und so. Das ist schon ein bisschen doof. So ein Timestamp wäre schon was Sinnvolles, glaube ich. BAR und denn? Ich kämpfe gerade, ist gerade schlecht.
So, hier. Ach, guck an. Das wusste ich noch gar nicht, dass dieses Game implementiert ist. Nee, wie gesagt, wusste ich gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ach du Scheiße, da kommen die ja schon. Ist das schon wieder ein... Natürlich, ich schieß unter ihn. Nee, echt, wusste ich jetzt nicht. Ich hatte mal so eine Textdatei. Content Reality bekommen, was der Bot kann, und seitdem, was danach passiert ist, das weiß ich leider nicht. Da wäre das schon cool oder sinnvoll, eine Webseite zu haben, wo man alle Sachen, die der Bot kann, auflistet und so. Ich kann mir vorstellen, er hat bestimmt nicht alle im Blick, wo der Bot gejoint ist, dass er denen alles schreiben kann. Dass da jetzt was Neues gibt oder so. MVP Drive-By, moin. Wer auch immer du bist, du hast dich sicher umbenannt. Ich kenne den Namen gar nicht wirklich. Aber da du mich kennst, habe ich dich schon mal repariert, glaube ich. Ah, okay. Ja, ist ja auch unmöglich, dass die Leute auf Twitch anders heißen. Kann man ja nicht wissen. Ich bin bald bestimmt wieder beim ACLS. Da ist ein Projekt in der Mache, wo ich mit am Konzept für ein ACLS gearbeitet habe. Das dauert halt noch ein bisschen, weil das nicht so mega viele Programmierer sind, die da arbeiten. So, mir geht's gut, und dir? Muss ja. Na, der Alt-V-Plattform. Ich habe ja schon in fast jedem Stream, wo es irgendwie um GTA Roleplay ging, gesagt, diese RageMP, was da von einem Hacker-Admin programmiert wird, das kommt mir nicht auf die Platte. Also Rage-basierte Server sind für mich gestorben. Das liegt aber eher am Mod Rage anstatt an den Betreibern oder so. Also Rage werde ich nichts mehr zocken. Habe ich deinstalliert und kommt nie wieder auf Festplatte. Und das Alt-V-basierte, das nennt sich Choice 5. Das, choice5.net, also choice und dann so ein v.net.
Und da, ja, wie ich schon sagte, basiert auf Volt V. Da gibt es auch Hakenautos, also so zum Abschleppen, so mit Haken. Was ist denn hier los? Warum steht denn der schon mitten in der Stadt fast? Muss andererseits unsere Leute scheinen da klar zu kommen. Ja, guck dir das mal an. Bewerb dich oder so. Ich hab dir die URL mal reingeschrieben. Das Schöne an dem Projekt ist, die haben sich vorgenommen, so viel wie möglich Sachen betretbar zu machen, also Gebäude. Mit Modding, also ohne irgendwie Dimensionen, dass man direkt reingehen kann. Kannst ja mal auf, weiß gar nicht, ich glaube auf YouTube haben die auch schon einen Kanal. Musst dir mal angucken. Die haben auch schon den ACLS so ein bisschen designt und so. Sieht schon richtig nice aus. Und auch so, wo auf den meisten Servern das PD ist, ist zum Beispiel bei denen Server eine Halfpipe. Das PD haben sie weggemacht. Steht woanders. Erik, willkommen. Und habe ich noch ein, zwei Erfahrungs- oder Cap-Punkte gekriegt? Mal gucken. Ich kann dir schon mal gleich sagen, ich bin denn da auch kein Boss oder sowas. Ne? Ich habe da bloß mitgeholfen, weil ich halt schon öfter mal ATS gespielt habe. Was man da so reinnehmen könnte an Funktionen. Einiges wurde umgesetzt, einiges wird wahrscheinlich noch umgesetzt.
Also ich denke mal, wenn sie starten, dann wird noch nicht das volle Feature-Programm geben. Aber die haben auch schon ein paar Dev-Streams gemacht, wo sie gezeigt haben, wie sie so Sachen programmieren. Pilze sammeln wird es geben. Irgendwelche anderen Minijobs haben sie schon gezeigt. Irgendein Minijob musst du ja haben. Und je mehr Angebot du hast, umso besser ist es. Kann sich derjenige das für seine Charakterstory beste aussuchen. Es soll ja nicht nur Fraktionen geben, ne? Es soll ja auch normale Leute geben und die müssen halt irgendwie ihr Geld verdienen. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, wie sie auf dem letzten Dev-Stream, da hat der Dev eine Handpflanze gepflanzt. Also so einfach so mitten in die Wildnis. Und dann konnte man die düngen und gießen. Das war schon cool, was die sich da so einfallen lassen haben. Der scheint doch richtig gut Ahnung zu haben, der Programmierer, aber ist halt bloß einer, glaube ich. Ne, deswegen wird das Projekt doch nicht so mega schnell sein, als wenn man jetzt 3, 4 Programmierer hat. Ne? Und der macht das ja auch bloß nebenberuflich sozusagen, also hat noch was anderes zu tun in seinem Leben. Einer nach dem anderen wird hier rausgekegelt. Das bringt halt alles nichts, wenn du hier keinen hast, der gucken kann, ne? Wo schießt du denn hin? Was ist denn das für eine Rotzkanone? Ach, ist das ein Müll, ey. Du hast ja nur mit Müll zu kämpfen, ey. Na klar, und dann schießt der Schuss danach daneben. Euer Ewigkeiten fliegt, ist das alles ein Mist. Wie gesagt, Rage war zwar eine Zeit lang cool mit der Anzahl der Leute, aber was da alles nicht funktioniert hat und irgendwie schlecht gelöst war. Er sollte sich mal zurückziehen. Oh, wo fliegt der Schuss denn hin, Alter? Was ist das denn für eine Knarre?
Ja, wir sind doch die letzten Überlebenden. Boom. Ich habe ja gar keine Konsole. Ich spiele alles auf dem PC. Ich kann dir empfehlen, lass es. Wenn man hier schon seit 2011 einen Account hat, dann kann man mal weiterspielen, ne? Aber neu anfangen, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Hätte ich jetzt die Wahl. Ich forsche erstmal die Knarre hier. Das ist ja unmöglich mit der anderen Knarre. Ist ja echt ein Witz. Ich hoffe mal, die ist jetzt besser. Und schießt nicht so in den Bogen. Das war ja echt übel, ey. Erstmal lange Flugzeit, dann hast du auch noch nichts getroffen. Bin jetzt auch nicht so der mega aktive Spieler, ne, dass ich seit 2011 schon sehr viel geschafft hätte. Also ich habe noch keinen einzigen 10er Level oder Panzerartier. Meine höchste ist 9er Artillerie und ein Scout, glaube ich, habe ich auf 9. Also ein Light Tank. Ansonsten hänge ich bei vielen in einer 7er, 8er Region. Ich habe damals auch jeden Tag gezockt, aber irgendwie viele Panzer, ne? Wo ich angefangen hatte, da gab es halt nur Russen, Deutsche und Franzosen. Und China und so weiter, alles, das kam ja erst später.
Na toll. Geht nicht durch, na klar. Schon wieder. Hast schon eine Knarre, die eigentlich überall durchkommen sollte? Nee. Ich glaube, der Panzer ist einfach Rotze. Die Sau. Ich glaube, dafür sammelt man dann freie Erfahrungspunkte, damit man den Panzer überspringen kann. Bearbeiten. Wir machen erstmal hier einen neuen Code rein. Wir hatten 21. Multiple Choice. Machen wir so. Speichern. Open. So. Der ist im Gefecht, dann nehmen wir den. Da habe ich 0 APCR. Dann nehmen wir mal 5 mit. Wieder nicht Top Tier. Muss ich wieder ein bisschen auf mich aufpassen. Aber ich habe so ein Gefühl, ich werde hier mal nach rechts fahren. Der KV-85 sieht aus, als ob er in seinem Scout sitzt. Ja, alle möglichen Panzer, die stärker gepanzert sind als ich, könnten mir gefährlich werden, ne? Mist. Dachte, ich fährst dem mal hinterher. Hat sich schon erledigt. Aber warum sehen die mich schon wieder? Gibt's denn das? Ja,
Hast du recht, die Hellcat schießt ja schon wieder auf mich. Wir müssen erstmal hier ein bisschen in Deckung gehen. Die Hellcat schießt doch mit Premium-Munition, ne? Also ich möchte auch unbedingt gewinnen. Ich reiß mich da dann immer ein bisschen zusammen. Das kostet ja alles Geld irgendwie. Credits. Tiger, fahr da nicht alleine hin. Butterschneine. Natürlich daneben. Ist, das geht nicht kaputt, das Haus. Können dem da überhaupt nicht helfen. Lade! Nur so vielleicht. Hier versucht wird aufzuhalten, sichtbar zu halten. Ja, ich wollte gerade hochfahren, werde ich gesehen. Arti. Wir bräuchten eine Arti, wir haben bloß zwei. Die wahrscheinlich nicht so viel Skills hat. Ist ja, jetzt kommen sie und holen sie uns. 5 zu 11. Ja, bei 5 zu 12 oder 5 zu 13, da fragst dich, da hast keine Fragen mehr. No questions. Jupp, das Bart, siehste. Siehst du wohl ja. Das war eine schlechte Runde. Für mich auch. Erstmal komische Musik skippen. Eigentlich wollte ich ein bisschen mehr Schaden machen als 388. Und wenn ich mit so wenig Wirkung schon so weit oben stehe in der Liste, nach Punkte sortiert, kannst du dir vorstellen, was der Rest des Teams gemacht hat, ne? Wenn ich schon schlecht war und über der Hälfte stehe. Also ich bin nicht stolz auf mich in dieser Runde, aber
Wusste auch nicht besser. Ja, wenn man nicht Top-Tier ist, dann muss man sich ein bisschen zurückhalten. Dann kann man nicht einfach so nach vorne pushen. Dann bist du schneller tot, als du kicken kannst. Nee, hast du recht, kannst du auch nicht. Und wenn die Mannschaft denn noch nicht mal auf 100% hast und so, ne, dann sind die auch noch schlechter. Ich meine, es ist möglich gegen... alleine gegen ein fremdes Team zu gewinnen, aber dann musst du nur Volldeppen haben, ne? Und das ist ja auch extrem selten, dass du denn wirklich alle Volldeppen im Gegnerteam hast. Diese nacheinander auf dich zugefahren kommen und so, also das hast du ganz, ganz, ganz selten. Meine beste Runde, glaube ich, waren 10 Leute auf der Uhr. Jemals. Und von 15 ist das schon ganz ordentlich, finde ich. Ah, hat mir nicht rein. Ja, das war halt auch damals irgendwann mal die beste Runde. Ich glaube, ein Goldpanzer. Ja, im 10er-Gefecht hast du am besten 10er, ne? Mit einem 8er oder so brauchst du da nicht rumtigern. Da bist du denn verloren. Natürlich. Und natürlich treffe ich ihn nicht. Ja, das ist richtig mies, wenn du 7er hast und bist bei 10ern mit drin, du kannst ja gar nichts machen. Du kommst ja nicht mal durch. Selbst mit der Premium-Munition kommst du nicht durch. Ja klar, fahr mir davor. Du sagst, du kriegst das alleine in Covenant, dann mach mal. Hobst du dich ran? Ah, ist er schon kaputt? Und ich auch. Ist ja, jede Position hat ihre Vor- und Nachteile. Hier hast du gut gesehen und konntest aufdecken. Also sobald du feuerst, bist du offen und Leute können auf dich feuern. Aber ich glaube, das wird ein Sieg. Ich bin wieder mal total schlecht unterwegs. 129 Schaden und 114 Aufklärung.
Aber ich glaube, das wird ein Sieg. Das kann man Gott sei Dank jetzt sehen. Warte mal, muss ich mal umschalten, bis ich wieder bei meinem Wrack bin. Da, wenn du AP siehst hier unten, dann ist das normale Munition. Sonst würde da Heat oder APCR stehen. Also ist halt ein, ich glaube sogar ist ein Goldpanzer. Kannst ja nicht damit rechnen, dass der da aus der Richtung hier schießt. Aber ist halt so. Kannst nicht an alle Eventualitäten denken. Und ich würde niemals behaupten, dass ich ein guter Spieler bin, um Gottes Willen. Bin noch nicht mal ein mittelmäßiger Spieler. Doch, doch, das ist schon ganz hilfreich. Dann sieht man, mit was die schießen und so. Dann weißt du schon, ob er dich vor denen in Acht nehmen musst, weil er jetzt mit Goldmunition schießt oder so, ne? Ich finde das schon nützlich und auch, dass man dann sieht, aus welcher Richtung man getroffen wurde, zeigt da ja mittlerweile dann noch so ein Strahl an. Und wem, aus welcher Richtung und wie viel Schaden das gekostet hat. Das haben sie schon cool gemacht. Du hast ja eine Chance, ohne Gold oder ohne Echtgeld zu spielen. Du hast eine Chance, das muss gut sein, ne? Siehst ja, ich habe da zwar zwei gespottet oder drei, aber hat nicht so viel gebracht. Bin ziemlich weit unten von den Punkten her. Hab zwar close gemacht, weil ich jetzt nicht mit Goldmunition oder Premium-Munition mit um mich geschmissen habe. Aber der Sieg des Tages war schon mal drinne. Ich habe jetzt auch nicht so mega viel Kohle, dass ich jetzt immer für jeden Panzer gleich Module habe, ne? So, da hatte ich mir die Kanone gekauft. Da ist immer noch kein Sieg des Tages geworden. Und der hat eine grottenschlechte Sichtweite. Weil die Mannschaft auch so scheiße ist. Also ich möchte da jetzt kein Gold für ausgeben für die Ausbildung. Dann wären sie sicherlich besser, aber tja. Ich wäre auch bestimmt 500 Gold oder noch mehr ärmer. Ich habe den Discord, ja. Den hier. Jojo. Da kannst du mich auch immer erreichen, wenn du irgendwelche Fragen hast oder keine Ahnung. Oder zur Not schreibst du mir eine Direktnachricht.
Naja, ich würde es dir nicht empfehlen, weil das ist ein harter Grind, wenn man jetzt kein Geld ausgeben will, ne? Und es ist nicht einfach. Viele geben halt sehr gerne Geld aus und wenn sie denn beispielsweise ein Premium-Konto haben, also monatlich was dafür bezahlen, dann kriegen sie auch mehr Credits, also schießen sie öfter mit Premium-Munition. Ist schon Spielvorteil, also. Die fliegt aber auch langsam, die Mumpel. Wie ging das überhaupt auf der Konsole? Hast du da so eine Zielhilfe oder was? Weil du kannst ja gar nicht so wie mit Maus zielen, ne? Auf Konsole. Alles mit dem Stick. Wieso mit Maus ist das schon deutlich besser. Finde ich. Also ich könnte jetzt nicht mit Controller spielen. Keine Ahnung, das wäre mir nichts. Oh, ich habe Schaden gemacht. Ich habe einen zerstört. Hast du das gesehen? Ich bin ja schon mal froh. 261. Ich habe schon mal die Hälfte von meinem Tagesziel erreicht mit dem Panzer. Aber viel mehr wird das auch nicht werden, glaube ich. Ich versuche eigentlich immer so viel Schaden zu machen, wie ich Hitpoints selber habe, aber das ist nicht einfach. Das ist ja nicht einfach. Jetzt ist da noch ein dicker Max. Na, da krieg ich nichts mehr von ab. Fahre ich in den Cap-Kreis. Versuche ich noch ein, zwei Cap-Points zu erreichen. Sag ich ja, war wieder schlecht. Schlecht, schlecht. Aber wenigstens war das ein Sieg. Können wir schon mal weiter gucken. Ob ich mir mal traue, Artillerie zu fahren. Ob das Team da mitmacht.
Also ich werde auf jeden Fall nicht Advanced Gameplay oder sowas in meinen Streamtitel schreiben, weil dafür bin ich viel zu schlecht. Na doch, ich mache manchmal schon komische Entscheidungen. Meine Statistik sagt auch nicht unbedingt viel, viel mehr. Unterdurchschnittlich. Könnte viel, viel besser sein. Viel, viel besser sein. Da ist immer noch so viel Potenzial drin. Etwas close. Ja, verdammt. Da waren die schon mal alle offen, ne? Kriegst du eine? Zwölf Sekunden lade. Fucking lade. Mensch, lade doch. Wo hängen geblieben? Ich dreh durch. Ich dreh sowas von durch. Das gibt's doch gar nicht. Critical hit. Jetzt kommen die schon von da. Oh oh. Ach, das geht noch viel besser. Ah, Mist, daneben. Aber ich muss mal einen Meter wegfahren, jetzt kommen die da schon. Wow, nicht, dass die mich sehen. Ich muss weg. Muss außer Reichweite bleiben, sonst sehen die mich noch.
Nein! Ich wollte gerade sagen. Wieder dahinter. Ich glaube auch, das werden wir verlieren. Das sieht so komisch aus. Nee, das werden wir wohl verlieren. Weil ich kann den jetzt nicht spotten, ohne damit er mich kaputt schießt. Das ist ganz, ganz schlecht. Mist, der Batschat macht noch den Hules klar. Und unser ILC 90 ist ja mehr als unsichtbar, kann er nicht. Der hat keine schlechte, keine gute Knarre. Hey, wake up. Also müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Theo Katama, willkommen. Nee, ich wurde nicht angestupst. Das ist mein Follower-Sound. Um die Leute zu trollen. Ich habe auch schon überlegt, diesen Düdüt von Discord zu nehmen. Ist ja der ELC, der sonst sich da vorne macht überhaupt nichts. Haben wir verloren. Da wartet er auf seinen Tod. Jetzt hat er auf jeden Fall keine Chance mehr. Hätte er für mich gespottet, zum Beispiel, ne, sich in irgendeinen Busch gestellt und den Ferdinand schon früher gespottet oder so? Nein. Er muss ja hier rumkeimen und sinnlose Dinge machen. Genau, stell dich da in den Busch. Die stehen beide im Cap-Kreis. Da siehst du mal, was für ein Vollhonk er ist. Die letzten beiden Spieler stehen im Cap-Kreis. Versteck dich mal. Naja. Ich habe alles versucht, was ich konnte. War auch ein bisschen besser als der Durchschnitt des Teams. Aber hat halt nicht gereicht.
Ja, kostet jetzt nicht wirklich viel Credits, hat ein bisschen was gebracht, ne? Ist jetzt nicht so schlimm. Schlimmer sind die Runden, die dann richtig Credits kosten. Wie die jetzt hier zum Beispiel. Ensk, das ist so eine behinderte Karte, kann ich dir sagen. Die ist so klein, die Gegner, die fahren 100, 200 Meter und dann können die schon sehen, wo unsere Leute hier stehen. Also ja. Und dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie lange eine Artillerie hier lebt. Ich bin froh, wenn ich es hier wegschaffe. Die ist echt behindert, die Karte. Wenn du ein Heavy hast, mag die gehen. Oder für einen Jagdpanzer. Aber für eine Artillerie ist die der Tod. Electric, watch the stream, then you see the code. Best Stuart with open eyes. Der Code ist dafür da, dass man gewinnen kann. Ich bin ja auf mehreren Plattformen unterwegs und auf der Plattform Theta.tv habe ich so ein Gewinnspiel am Laufen und da muss man den Code eingeben, um gewinnen zu können. Und dafür ist der aktive Zuschauer haben dadurch einen Vorteil und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mir da schon ein Kommando gemacht habe für Theta. Müsste es mal Ausrufezeichen Theta probieren. Da habe ich das, den Link. Da kriegst du auch was, wenn du dich über mich anmeldest und so. Gibt es so eine Kiste, wo man wie so ein Glücksrad dann drehen kann und da kann man was gewinnen. Entweder so eine Coins, mit denen du in Giveaways wieder Tickets kaufen kannst oder halt Sachgewinne. Bei den Sachgewinnen sind dann halt bloß die Versandkosten zu zahlen, wenn es ein T-Shirt oder sowas zum Beispiel ist. Ja, deswegen. Und ich krieg da öfter Sachen, die ich dann verlosen kann und ja. Momentan ist so ein 10 Dollar G-Fuel Coupon da drinne im Giveaway. Dass du so ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk 10 Dollar billiger kriegst. Also muss man auch bloß Versandkosten bezahlen, um das denn anzufordern. Boah, lade, lade! Oh, jetzt lädt er wieder so ewig. Scheiße, ey. Bam, der hat gesessen. Ich glaube, ich muss dem mal helfen, aber da komme ich nicht ran. Der E75 TS. Ich nicht ran. Gutes Ziele, 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 Ziele. Ja, manchmal muss man denn so ein bisschen Vorhalte machen, wo er hinfahren wird, bis die Mumpel da ist. Und das habe ich schon so ein bisschen geübt. Ah, ich habe ihn noch getroffen. Aha. Ziele, Ziele, 3 Sekunden, Ziele. Was? Was? Wie kann der Schuss davor aufkommen? Ich habe hinter ihn gezielt. Verdammt. Verdammt, Axt.
Oh, schießt auf die Isu. Das bringt mir Unterstützungsschaden. Ja, noch ein Schuss. Ach, der Kon. Kriege ich davon noch was ab? Nee. Ah, vor ihm. Mist. Das war halt auch nicht so optimal alles. Das ist halt eine kacke Karte. Ich bin schon mal froh, dass ich überlebt habe. Normalerweise kommt gleich ein Scout durchgefahren und spottet die Artis und macht die klar. Bin schon mal froh, dass ich überhaupt überlebt habe. Sonst kostet das immer so viel Reparaturkosten. Fahren wir mal mit der anderen Arti. Zum Beispiel eine 9er Arti, 9er Level. Oder Tier. Schon ewig dran rumgegrindet, damit ich denn da weit genug bin. Zuerst hatte ich eine Russen-Arti als Tier 9. Dann glaube ich die amerikanische und bei den Deutschen bin ich erst bei Tier 8. Und bei den Franzosen, da bin ich auch schon bei der Tier 9, glaube ich, mit der Artillerie. Viele hassen ja Artillerie. Ich mag die. Die hassen sie bloß, weil sie getroffen werden davon. Hast du das gesehen? 600 Hitpoints. Das hat geraucht. Oh, 10 Sekunden. Lade! Lade! Schneller! Schneller! Diesen Goldpanzer will ich voll eine reinsemmeln. 263, naja. Na super, na super. Nicht negativ. Hilfe. Na super. Der nächste Scout. Ich drehe hier durch. Na, richtig super, ey.
Was haben wir hier gesehen? Nicht sehr, was haben wir hier gesehen? Ich habe mich schon versucht, so gut wie möglich zu verstecken hier hinten. Aber als Artillerie bist du schnell tot, wenn du gesehen wirst. Ist natürlich auch sehr nett hier von dem Prototyp, seinen Kollegen anleihen zu lassen, und jetzt kämpft jeder einzeln gegen den Skoda. Und schon haben wir verloren. Und das kostet wieder diese Runde. Reparaturkosten und ein bisschen Munition und so. Hier die Franzosenartillerie, die habe ich auch schon. Level 9. Oder Tier 9. Gletscher. Ja. Ich denke mal, hier ist eine ganz gute Position. Da werde ich mal so hinfahren. So vielleicht. Wenn ich nicht direkt gesehen werde gleich. Du musst doch noch immer berechnen, wie lange fliegt mein Schuss ungefähr, ne? Und wie schnell fährt der andere. Hast du ja eben gesehen. Da habe ich Ewigkeiten vorher gefeuert. Jetzt steht da einer rum. Da komme ich leider so nicht ran. Kranwagen. Wenn man Pech hat, dann feuert noch die andere Art die auf dich, weil sie sieht, von wo der Schuss kommt und so, ne? Der hat von 1600 plus noch 700 noch was. Das ist schon mal sehr gut. Schade. Hätte ich jetzt feuern können, wäre der wahrscheinlich auch schon. Na gut. Was ist mit ihm hier? Gerade verschwunden. Oh, jetzt muss man natürlich gucken, warten, bis man mal wieder einen gespottet hat. Da ist ein VK offen. Je höher das Level von den Panzern oder stärker die Panzerung, umso weniger Schaden mache ich auch mit Volltreffern. Ne? Wenn das jetzt ein Panzer gewesen wäre, der sehr wenig Panzerung hat, dann wäre der durchgegangen wie Butter sozusagen.
Bis jetzt sieht das noch nicht so aus, als ob wir verlieren, obwohl wir einen zurückliegen. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Blind geschossen und getroffen. Ja, jetzt liegen wir schon deutlich zu hinten, zu weit hinten. Ach nee. Boah, ja, ne? Super. Jetzt hauen sie ab. Jetzt lassen sie mich alleine. Da kommt der Scout. Jetzt haben wir verloren. Einer nach dem anderen. GG, hast du gut hingekriegt. So schnell waren es die 1000 noch was Hitpoints. Das war Spiel tot. Spiel zu Ende. Steckst nicht drinne, ne? Obwohl ich ein paar Treffer gelandet habe, war das eigentlich eher schlecht von mir. 1000 Schaden. Dementsprechend hast du auch minus 7000. Hätten wir gewinnen können. Hätte, hätte. Fahrradkette. Geisterstadt. Ich würde eher sagen, das liegt 60% am Spieler und nicht immer am Panzer, ne? Wenn der Spieler mit seinem Panzer gut umgehen kann, dann kann auch ein schlechter Panzer einiges bewirken. Wenn du natürlich nur schlechte Panzer hast und das andere Team hat nur super Panzer, ne, dann müssen die das gar nicht großartig gut beherrschen können, den Panzer. Wenn der schon so OP ist, so viel Schaden macht, dann müssen sie bloß dreimal treffen. Und dann haben sie schon ordentlich Schaden ausgeteilt, ne? Ich werde erstmal hier irgendwo mich in Deckung verziehen. Vielleicht
überlebe ich denn, wenn ich hier bleibe? Da fährt ein Tortoise hin, das ist schon mal gut. Nee, Mist. Doch den hätte ich so gerne gefeuert, aber der ist dann natürlich aus meinem Feuerbereich rausgefahren. Der Centurion. Was macht der denn hier? Er spottet natürlich für alle anderen. Cible de Retreat oder was er auch immer da gesagt hat. Da ist ein Mäuschen, da kann ich aber nicht drauf feuern. Den komme ich aber ran. Aha. Okay. Wie soll ich da rankommen, ihr 75? Hast du dir das schon mal überlegt? Ist mein Zielkreis weg? Wie soll ich da rankommen? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Da komme ich nicht ran. Den haben wir auch mal aus dem Spiel genommen. Natürlich nicht getroffen.
Okay, die brauchen keine Hilfe, aber er hier. So. Das haben wir. Conway komme ich nicht ran. Wie ist das mit dem Löwen? Komme ich da irgendwo zwischen? Nee, nicht wirklich. Der macht bestimmt gleich den RHM, den Rheinmetall auf. Ach Mist. Da ist die Arti. Nein, ich lade noch. Hast das gesehen? Einfach durchs Fenster da oben geschossen. Das war schon ein bisschen erfolgreichere Runde. Ich würde nicht sagen, dass ich der Beste war. Aber ich habe schon mal ein bisschen einen Beitrag geleistet zum Gewinnen. Da haben wir hier Kämpfer. Vier Mann auf der Uhr. Hier ist der Mittelfeld. Für eine neue Art, die ist das gar nicht so gut. 10.000 aber plus, weil ich überlebt habe und keine Reparaturkosten hatte. Fahre ich noch eine Arti? Müssen wir mit denen auch weiterkommen. GW Tiger 164.000 und 72.000 habe ich. Mit der Art, die bist natürlich extrem langsam, erstens, ne, und zweitens auch Opfer. Wenn man nicht schnell genug weg ist und gespottet wird, dann ist man schnell Opfer. Wenn man gesehen wird und von einer anderen Art, die zusammengeschossen wird. Gib Gas, los, fahr doch, Mann! Hallo? Achso, Mist. Da hätte ich jetzt schon hier einzielen können in der Zeit, ne?
Er fährt hier rauf, weil es sonst keinen Morgen gibt. Kette ihn! Oh shit, drüber geschossen. Kommt hier die Flanke. Das wird nicht, das Team ist schon wieder am Ablosen. Verkriechen sich lieber, anstatt zu kämpfen. Mein Top-Tier. Was können sie denn verkriechen? Kriechen und kämpfen, was kriegen sie denn hin? Pushen sie von der anderen Seite. Boah, 7 Sekunden, komm schon. 7 Sekunden. 3. Schieß ihn nur weg, Tor, Scorpion, Mann. Jetzt wart's und so. Vielleicht sehen sie mich. Mhm. 15 Sekunden Ladezeit. Das war's. Ja, für eine 8er Arti war das gar nicht so schlecht, 1200 Schaden zu machen.
Er hat nur daneben geschossen, nie was getroffen. Der hat auch 8-mal geschossen, 1-mal getroffen. Er hat nicht 1-mal geschossen, der wurde gleich zerstört. Mit so Leuten gewinnt man das Spiel, ne? Natürlich nicht. Da machst du nichts, außer neu starten, nächstes Game. Genau. Los geht's. So halb im Wasser stehen. Ein Objekt 704. Schon wieder sichtbar. Gibt's denn das? Und er lädt und lädt und lädt, obwohl ich einen Ansetzer habe, lädt er und lädt und lädt. Sollte gesessen haben. Wo ist er denn hier schon? Und Katze? Sieht schon besser aus, die Runde.
Boom! 505 und 26 brennen, haha. Da ist noch ein Ghoul Tank. Oder ein Premium Tank. Den habe ich bestimmt angesplattert. Okay. Ja, doch bloß noch 83. Und das lohnt sich gar nicht zu feuern. Ja. Da wäre mein Schuss so lange geflogen. Brandstifter. Hehe. 2400. Eine der besseren Runden. Ich wäre zwar Platz 3, glaube ich, wenn man jetzt nach Schaden geht. Aber gesamt an Experience Points. Gar nicht so schlecht gewesen. So. Haben wir da auch ordentlich Punkte für gekriegt. Gab so viel Panzer, ich weiß gar nicht, welchen Weg ich zuerst fahren soll. Wir probieren mal den Oni. Na, wobei. Werd mal die Reffel drehen erst. Was haben wir hier? Code 33. Good luck, everyone. Congrats, congrats, congrats. Machen wir noch so was. Oben Raffle. Der Snow.
Vielleicht haben wir ja noch ein paar aktive Zuschauer, die die Zahl richtig erraten. Dann kriegen sie noch was umsonst. Lemme in Tränen, YOLO! Okay. Drei Mann stehen da und keiner kommt durch bei ihm. Ich stehe hier nicht im Weg rum. Okay. Jupp, jupp. Werden wir noch ein paar Cap-Punkte mitnehmen.
Oh jo. Dauert noch einen Moment, bis man da durch ist. Machen wir noch mal Arti. Vielleicht wird das ja was. Highway. Willkommen weg. Was? Du musst krank sein. Mit dem Telefon telefoniert man noch? Das wird ja eine Party werden hier. Tja, hätte der getroffen. Wem sagst du das? Siehst du, direkt neben ihm und kaum Splitterschaden gemacht, ey. Manchmal fragst du dich und verlierst den Glauben, echt. Der ist auch so schnell, also kannst du eigentlich schon fast vergessen. Ja, die pushen jetzt, ne? Und unsere Heavys fassen sich da gegenseitig an den in der Stadt. Ich kann jetzt nur hier wegfahren, sonst bin ich gleich tot. Ich habe zwar nachgeladen, aber das wäre mein letzter Schuss, den ich noch abgeben kann. Also muss ich sehen, dass ich wegkomme. Vielleicht war die Entscheidung sogar schon zu spät. Sehr wahrscheinlich war sie zu spät. Da kommen sie schon. Kommt doch keiner auf die Idee, irgendwie zurückzukommen. Das werden wir sonst so verkacken, die Runde. Wenn das schon so anfängt. Schaden, ich gehe am Stock, ey. Ich gehe am Stock. Da ist auch ein Schadensberechnungsalgorithmus. Da kommst du nicht ran.
75 Schaden. 2 zu 7. Zu 10 läuft. Läuft, läuft. Ach, da werde ich schon gesehen. Wo ist er denn? Das war's. Total useless Runde. Ich hoffe, mein Team hat ordentlich mit APCR geschossen und dafür bezahlt. Ich bezahle Credits dafür, dass ich nichts machen konnte. Steckst du nicht drin in so Matchmaking? Gerade sagen, wenn der EBR noch weiterfährt, dann habe ich ein Problem. Hier ist ja immer die beliebte Camperstelle, wo sie alle hinfahren. Diesmal nicht. Seid ihr krank? Ich muss es schlecht gehen. Lade, verdammt nochmal.
Na super, das war's schon wieder. Da ist ein T-49, der zielt bestimmt schon auf mich. Ich glaube, ich sollte es lassen für heute. Das ist ein Zeichen. Lass es. Die werden gerade tierisch umzingelt und... Ja. Bleibt der Schuss noch hängen? Der wird auch gerade gepusht. Und ich bin der Vorletzte. Hm. Und bumm, tot. Soll nicht sein, ne? Ich würde sagen, wir machen die Raffel. Dann war's das für heute. Keine Lust mehr. Klosreffel, Drohreffel. Ja, hi, congrats for the 500 coins. Und Porto want the cap buff. Danke fürs Zuschauen, thanks for watching, I'll be here tomorrow. Bye bye, arrivederci, auf Wiedersehen. Tschüss.